Ich will einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen, dass man der vorigen nicht mehr gedenken wird. Jesaja 65, 17. Was mich an diesem Vers besonders berührt, ist, dass Gott nicht frustriert und anklagend spricht, sondern sehnsüchtig. Sehnsüchtig nach einem Ort, wo nur Gutes und Vollkommenes ist. Gott ist so anders wie wir Menschen. Seine Liebe lässt sich nicht erbittern. Egal wie oft wir Menschen diese, seine Erde, zu einem Ort machen, an dem nicht nur Gutes und Vollkommenes ist, bleibt er einladend und liebend. Er wirbt um die Herzen der Menschen. Er will sie nicht zwingen, sondern sucht jene Menschen, die spüren, dass sie ihn brauchen. In Jesus Christus sehen wir Gottes Sehnsucht und Gottes Antwort. Ich will euch Menschen helfen. Ich nehme die Zerstörung eurer Lieblosigkeit und Sünde auf mich. Und alle, die dieses Geschenk annehmen, für die werde ich einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen. Du machst alles neu, ja, du machst alles neu. Es wird kein Leid mehr sein, kein Schmerz und kein Geschrei. Ja, du machst alles neu, du machst alles neu, ja, du machst alles neu, du machst alles neu. Die Zeit des Fürsten dieser Welt ist dann vorbei. Und von Anbeginn der Zeit bis zur Gegenwart sehnt sich dein Herz nach diesem einen Zeit. Du lüftest den Schleier deiner Braut, dass sie deine Schönheit, deine Majestät anschaut. Du lüftest den Schleier deiner Braut, dass sie deine Schönheit, deine Majestät anschauen. Ja, du machst alles neu, du machst alles neu, du machst alles neu. Du machst alles neu, du machst alles neu, du machst alles neu, ja, du machst alles neu. Siehe, ich will einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen. Ich will einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen, dass man der vorigen nicht mehr gedenken will, dass man der vorigen nicht mehr gedenken will.